Hat mich hier geholt. Meine Karriere in Europa, in der Bundesliga, hat hier angefangen. Und der hat mich viel geholfen vom Anfang an. Und ich bin total dankbar. Und wenn ich das Einladung bekommen, dann habe ich sofort Ja gesagt, weil ich glaube, der Herr Born muss man richtig feiern. Ja, er ist ein toller Mensch, ein großes Herz. Ich kenne sie schon sehr lange Zeit hier in Bremen. Es ist immer die gleiche. Spaß gemacht. Lust, immer positiv. Rothschild, das ist erstmal schon mal was Besonderes, aber Jahrgang 1999. Und ja, wir alle wissen, 1999 hat Jürgen Born bei Werder begonnen. Ich habe auch begonnen, Thomas Schaaf hat auch begonnen. Also von daher war das für Thomas Schaaf und mich naheliegend, also so ein Geschenk zu machen. Bei Jürgen Born war es ja immer so, dass er überall dabei war. Ne? Also, auch in der Kabine? Nee, in der Kabine weniger, aber wenn wir auf Reisen gegangen sind, dann war er dabei. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, dass wir nach Korea geflogen sind und am nächsten Tag eigentlich so weiterfahren wollten zum Spielort. Und ja, wir sind weitergefahren und er ist wieder zurückgeflogen. Weil er einfach nur dabei sein wollte, eben letztendlich gucken wollte, ob alles funktioniert wahrscheinlich und dann beruhigt wieder zurückfahren konnte. So wie er ist, würde ich ihn gerne noch 10, 15, 20 Jahre erleben wollen. Das hat jetzt für mich ein bisschen ganz weit vorne. Aber Jürgen Engel, ja, dem kann man nur alles Gute wünschen. Er ist ein fleißiger, ehrbarer Mann. Ja, etwas zu viel hat das Telefon geklingelt. Aber die meinen es ja alle gut. Man kriegt dann teilweise so einen kleinen Nervenkoller. Aber wie gesagt, es ist ja schön, dass sich so viele Leute an einen erinnern. Zwischen 7 und 8 liefen schon alle die an, die noch Geld von mir kriegen. Nach 8 dann auch ein paar Freunde, also es war schon außergewöhnlich schön. Das muss ich sagen, das ist mir schon ein bisschen unter die Haut gegangen. Ich fand das außergewöhnlich toll, dass Sie an mich denken und mich hier heute eingeladen haben.